Hallo meine liebe Schützen, ich begrüße euch zu der monatlichen Zusatzlegung, würde ich das so bezeichnen, wie Paare und Singles. Ich habe mir vorgenommen, diesen Monat noch eine zusätzliche Legung zu machen. Und ja, das ist jetzt die letzte Legung. Ich habe schon alle Sternzeichen durch. Mit dem Schütze, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt diesen Monat. Irgendwie die Karten wollten nicht. Ja? Manchmal auch ist das mit den Karten so, dass die sind ein bisschen bockig und ja, da kann man nichts erzwingen. Da muss man sich einfach Zeit lassen und schauen, ob das dann an anderen Tagen besser klappt. Wir fangen jetzt an. Hier haben wir die rechte Seite ist für dich, also für diejenigen, die mich jetzt anschauen, und die linke für deinen Partner. Das ist Bewusstsein, dein Bewusstsein. Und hier haben wir die fünfte Stäbe. Die Karte zeigt Streben, Streben nach ja, Zielen, die man sich gesetzt hat. Und da hat man so eine extreme Willensstärke, um etwas zu erreichen, ja, man strebt sich nach oben, aber manchmal vergisst man den Partner da zu befragen, was er meint, ob er damit einverstanden ist. Die Karte zeigt ein bisschen Rücksichtslosigkeit dem Partner gegenüber, ja, obwohl manchmal man meint gut, aber ja, das klappt nicht immer mit dem, was der Partner möchte. Und das kann natürlich zu Missverständnissen führen. Hier haben wir Bewusstsein von deinem Partner und hier haben wir eine schöne Karte. Das ist die 20 aus den großen Arkana und das ist das Gericht. Und diese Karte zeigt, dass dein Partner momentan wünscht sich ja eine Ausgewogenheit. Der möchte auch ein Wandeln vorziehen in eurer Beziehung. Er möchte neue Wege gehen, vielleicht die alten Vorstellungen, die sich bei euch so eingeprägt haben, zu zerbrechen und vielleicht ja, neue Dimensionen zu geben für die Liebe, Partnerschaft, Familie und so weiter und so weiter. Ja, alles, was mit der Beziehung zu tun hat. Also die Karte und das Gericht zeigt, dass man wird ein bisschen beurteilt, ja, und aber liebvoll, also da werden keine irgendwelche Verurteile fallen, ja, die nicht richtig sind oder den anderen schwächen können, ja, das hat alles, er wünscht sich eine riesige Ausgewogenheit, eine liebevolle, ruhige, gelassene Ausgewogenheit. Und natürlich, dass aus dem alten Wir neue Wir entstehen. Ja? Hier haben wir die Gefühle. Die Gefühle sehen nicht so ganz toll aus, muss ich dazu sagen. Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, das ist eine allgemeine Legung, es kann auf euch zutreffen oder auch nicht. Wenn man anspricht, sehr viele Millionen von Schützen, ja, dann natürlich, es ist schwierig, dass wir zu allem passen, weil wir haben verschiedene Themen und, aber vielleicht ein bisschen wird es schon zum euren momentanen Situation passen oder ganz oder wie gesagt gar nicht, aber wenn diese Legung etwas behilflich sein könnte, dann natürlich würde ich mich freuen. Wie gesagt, hier diese Partnerschaft, diese Gefühle momentan sehen nicht so ganz toll aus. Also bei dir haben wir die 7 der Schwerter und diese Karte zeigt, dass hier läuft etwas falsch, da verhält sich auch jemand nicht sauber. Und das ist eine, ja, ein Schwindel, eine Geheimheit, Gemeinheiten sind unterwegs.
Oder auch die Karte kann darauf weisen, dass man auch beklaut wird, ausgenutzt wird. Also das sind momentan deine Gefühle. Ja. Ich weiß es nicht, ob du jetzt ihm gegenüber sich so verhalten hast, nicht sauber bis in irgendwelche Sache, oder er dir gegenüber. Normalerweise, das ist, die Karte zeigt dein Verhalten, deine Gefühle den anderen gegenüber. Also da läuft nicht etwas nicht sauber, ja, von deiner Seite normalerweise, ja. Das kann auch, wie gesagt, umgekehrt sein, aber so wie die Karten liegen, das zeigt deine Gefühle ihm gegenüber, ja. Und bei deinem Partner ist der Tod oder Wiedergeburt. Das bedeutet, die alten Muster, das Alte, was nicht funktioniert, muss weg, ja, um was Neues zu entstehen, ja, um eine neue Frische wegzuschaffen, dass diese neue auch richtig dringen kann. Hier, da muss ich noch, später ziehe ich noch eine Karte, dann schauen wir weiter, ob die uns behilflich sein kann. Hier haben wir das Verhalten gegenüber. Hier sehen wir eine Karte, die zeigt, dass du ein bisschen momentan verkrampft bist, kann man so sagen, oder einfach eine Streit, ein kleiner Krieg ist zwischen euch, und das muss sauber gemacht werden. Das ist eine Karte, die zeigt eigentlich Frieden. Diese Augenbinde, die wird weggezogen, ja, von diesen Krähen, die wird weggezogen, dass die Dame kann endlich sehen das, was sie vorerst nicht gesehen hat, ja, dass sie endlich handeln kann, richtig handeln kann, um etwas zu beseitigen und irgendwelche Hindernisse zu beseitigen, dass sie wieder frei wird, dass sie wieder Frieden bekommt. Und das ist dein Handeln deinem Partner gegenüber. Vielleicht ist das damit auch verbunden, ja, dass du dich irgendwie falsch verhalten hast, oder hast du was zu verbergen, hast du was verborgen und warst du nicht ganz ehrlich zu deinem Partner, und jetzt hast du Angst und läufst du weg, ja. Ja, das sind normale menschliche Verhalten ist es, weil wir Menschen aus der Angst, ja, wir haben Angst, wenn wir was falsch gemacht haben, dass wir beurteilt werden. Ja, ich zum Beispiel, hier ist auch die Karte, dieses Gericht, dass wir abgestoßen werden, dass wir etwas verlieren, was uns sehr wichtig ist. Und deswegen haben wir Angst, und deswegen sagen wir das nicht. Wir haben keine Kraft, das zu sagen, weil wir können Verluste bekommen. Ja? Aber das ist nichts Schlimmes, weil wenn man sich öffnet dem Partner gegenüber, dann kann das endlich sich lösen, ja, dieser kleine, sage ich, Gefängnis, was hier war, ja, und dann kriegst du neue Luft, kriegst du neue Energie, und ja, irgendwann muss man einfach diesen Mut haben und zu sich stehen, zu dem, was man falsch gemacht hat, ja. Und man muss nicht immer dann ganz schlimm beurteilt werden. Man wird manchmal auch sehr liebevoll wird man liebevoll behandelt, und ja, man kriegt sehr viel Verständnis von den anderen. Ja, muss man nicht immer gleich sehr viel Angst haben. Hier diese Karte, das ist das Verhalten deinem Partner zu dir. Und diese Karte zeigt die Ass der Scheiben, und der Ass der Scheiben, das ist eine Stabilität,
Ja, das ist vor allem finanzielle Stabilität. Also hier ist eine starke Grundlage, was dein Partner dir geben möchte. Ja, also das sieht vielleicht nur so schlimm aus, ja, aber ist das gar nicht. Wir gucken noch hier die Klärungskarte für euch beide. Wir schauen, was die uns sagt. Und hier haben wir die Bube der Münzen. Und ja, das ist eine gute Karte. Also ich muss sagen, das ist eine schöne Karte. Also ich bin gewöhnt noch zu den alten Ausführungen, mit dem alten Deck zu arbeiten. Und hier, diese Karte entspricht die Prinzessin der Scheiben. Und die Prinzessin der Scheiben, das ist eine sehr positive Energie, das ist eine sehr stabile Energie und das ist der Gipfel eigentlich von dem, was man mit einem Partner erreichen kann. Zum Beispiel, die weist auf eine Schwangerschaft hin. Oder auf, ja, auf ein Haus, auf ein wirklich etwas, was in eine Partnerschaft sehr, sehr eine riesige Stabilität gibt. Ja? Und diese Karte ist für beide zuständig. Ja? Das ist eure Ratgeber. Also diese Karte sagt, ja, bitte schauen auf eure, auf das, was ihr auf euch geschaffen habt. Im Leben, ja. Bitte das schätzen und ansehen, dann wird wahrscheinlich euch leichter, auch das, was nicht so richtig läuft, zu beseitigen, ja. Ich guck mal, hier habe ich noch die kleinen Karten, dann ziehe ich noch zwei für dich, die Klärungskarte und für deinen Partner, ja, und bei deinem Partner muss ich sagen, da würde ich bei ihm anfangen jetzt. Das sind die gleichen Karten. Ja, das bekräftigt noch. Manchmal kommen wirklich gleiche Karten, wenn ich so zwei Decks benutze. Und das bekräftigt die eine Karte. Also extrem starke Energie. Dein Partner möchte auf jeden Fall arbeiten, dass aus euch eine neue Wir entsteht, dass die alten Muster wegfallen hier, ja, und das neue Licht kommt. Hier diese Stärke, was ihr auf den ganzen Zeit für eure Beziehung getan habt, das zeigt sich auch hier, das muss man wirklich ansehen, ja. Man kann nicht alles so wegschmeißen wegen Kleinigkeiten, ja. Und das ist die Karte, die zeigt das Gericht, nochmal das Gericht. Diese Ausgewogenheit, Ausgleichung. Das, was nicht funktioniert, muss weg und das muss man sich konzentrieren auf das, was wichtig ist, was euch weiterbringt. Das ist sehr, sehr wichtig und hier haben wir bei dir Prinz der Kelche und das ist auch ähnliche Energie, bisschen, wie soll ich sagen, eine junge Energie, eine vielleicht ein bisschen eine naive Energie, aber sehr frische Energie. Die zeigt, dass man will etwas in Bewegung setzen, was die Partnerschaft angeht. Und hier haben wir auch die Kelche, also Gefühle, 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 die wollen neu aufgebaut werden, auf jeden Fall. Ja? Ich hoffe, dass das euch irgendwie behilflich sein könnte, dieser Monat. Und noch ein paar Worte für die Singles. Hier haben wir das Streben, ja, nach einer neuen Partnerschaft. Aber diese Karte hier weist darauf hin, aufpassen auf falsche Menschen. Sich nicht einlassen auf Menschen, die euch blenden können, die euch eine Augenbinde ziehen können. Und dann könnt ihr Verluste bekommen, ja.
immer aufpassen. Also ich sehe hier jetzt momentan jetzt keine besonders tolle Energie, was Liebe angeht. Aber bitte aufpassen auf jeden Fall, ja. Diese Karte hier, ja, die kann man auch hier noch einbeziehen, weil ich mache für die Singles immer dann noch die rechte Seite, die kann man noch einbeziehen. Du weißt ganz genau, was du hast im Leben, ja. Bitte das nicht verlieren, weil das hat auch ein bisschen mit Geld zu tun, mit dieser Stabilität. Und bitte das nicht verlieren, weil da können Diebe unterwegs sein, die können euch Schaden einrichten. Also Singles, diesen Monat noch aufpassen und ich hoffe, nächster Monat wird besser für euch. Ja, okay, dann wünsche ich euch noch einen, trotz allem, einen guten Monat und hoffentlich bis zum nächsten Mal.